Hey Santine, heute schießen wir mal auf die Liebeszielscheibe. Ich freue mich schon. Oh ja, ich auch. Und oh, hey Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt mal gerne einen Daumen nach oben. Und dann bist du auch ein Teil der Sandex-Army. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, meine Freunde Santine und ich, schieß mal heute auf die Liebeszielscheibe. Ja, die Liebeszielscheibe. Ich bin mal so gespannt, was es da alles so rauskommen wird. Ich auch. Ich habe wirklich gar keine Ahnung, Freunde. Wir haben hier ganz, ganz viele verschiedene Zielscheiben mit unterschiedlichen Farben. Und je nachdem, welche Farbe wir treffen, öffnen wir die jeweilige Kiste. Und bist du bereit? Ja, natürlich. Wir können loslegen. Und du fängst an. Okay, okay, okay. Sehr, sehr gut, Freunde. Wir fangen an. Und okay, okay. Auf welche Zielscheibe sollen wir draufschießen? Und... Okay, dann öffne mal sofort die gelbe Kiste. Oh ja, Freunde, ich bin jetzt mal sehr, sehr gespannt. Was bekommen wir? Und okay, wir haben erstmal ein Schwert bekommen, ein Buch. Und was steht in dem Buch drinnen? Kämpfe gegen die lebenden Kakteen. Was? Lebende Kakteen? Oh Mann, viel Spaß. Oh nein, Freunde, was haben wir denn bekommen? Und Hallöchen und hey, die greifen mich an oder wie? Und hey, die verfolgen mich. Die spieksen mich auch. Und nein, Freunde. Hey, aua, ich wurde voll gestochen. Und nein, Freunde. Und kommt der hier lebende Kakteen? Oh Mann, was? Hier kommen richtig viele Kleine noch raus. Pieks. Oh nein, Freunde. Was geht denn da ab? So ganz, ganz schnell. Komm schon. Wir müssen sie vernichten. Und nein, es werden ganz viele Kinder. Aua. Oh nein, Santi, nicht in meine Richtung. Nicht in meine Richtung. Au. So, und? Ja. Aua, ich wurde komplett weggepiekst. Ich auch, Santine. Aber ich habe die Kakteen alle besiegt. Oh ja. Was war das bitte für eine erste Challenge? Ich hatte schon richtig viel Pech bei der Zielscheibe gehabt. Ha, ich zeig dir mal, wie das geht. Ich werde jetzt was super Cooles bekommen. Du wirst schon sehen. Dann schieß los. Okay, haha. So, und wir schießen auf die Zielscheibe und hellgrün. Ja, haha. Das bedeutet, wir öffnen jetzt die hellgrüne Kiste, Freunde. Und was bekomme ich? Okay, ich lese die Challenge vor, Santex. Und küsse die Kuh. Nein. Was? Du musst eine Kuh küssen, oder wie? Oh nein. Was ist das denn? Ich muss jetzt eine Kuh küssen. Ne? Hallöchen. Oh mein Gott, Santina. Du hast ja richtig viel Pech bekommen. Oh Mann, aber ich kann doch jetzt keine Kuh küssen. Oh doch, das ist das Liebesglücksrad. Und du, die Kuh, seid wie füreinander bestimmt. Ich meine, schaut euch mal an. Ihr seht euch genau ähnlich. Hey, was soll das denn heißen? Ich sehe doch nicht aus wie eine Kuh. Okay, aber du, es gibt keinen Weg vorbei. Du musst jetzt küssen. Okay, Mr. Kurt, sie will aber nicht. Okay, komm, wir bringen es schnell hinter uns. So, Mr. Kuh, ich weiß, du siehst sehr, sehr schön aus. Okay, einfach ganz schnell durch. Komm schon. Ich glaube, die Kuh hat keine Lust auf dich. Die will dich nicht küssen. Nein, hey, das ist für mich auch noch mehr eine Bestrafung. Und yeah! Igitt, was ist das denn? Ich habe eine Kuh geküsst. Santine, Igitt, du hast eine Kuh geküsst. Das ist ja total eklig. Was ist das denn für eine Liebeszielscheibe? Ich dachte, da kommen coole Sachen raus und ich muss deine Kuh küssen. Mir hängt die Saba überall raus. Ich glaube, du hattest richtig viel Pech gehabt, Santine. Ich will jetzt aber mal was Gutes bekommen bei der Liebeszielscheibe. Ich glaube, was Schlechteres als ich kannst du sowieso nicht bekommen. Oh ja, oh, da ist die Mr. Kuh. Da, Mr. Kuh. Was geht ab? Okay, Freunde, wir drehen wieder an der Liebeszielscheibe und Freunde, oh. Für was entscheiden wir uns? Und lila. Ja, perfekt. Oh ja, Freunde, voll in die Mitte getroffen, auf die Zielscheibe. Und wir öffnen jetzt sofort die lila Kiste. Oh ja, ich habe ein Buch bekommen. Und Freunde, was ist unsere Challenge heute? Und rufe fünfmal, ich bin hässlich und ich bin stolz darauf. Ach, na super, Freunde, na super. Was ist das denn für eine blöde Challenge? Was? Du bist fünfmal, ich bin hässlich und ich bin stolz.
stolz darauf rufen. Okay, dann los geht es. Ich meine, das stimmt ja auch. Ach, na super, das stimmt, Freunde. Sowas Beklopptes habe ich ja noch nie gehört. Aber, Freund, okay, wir machen es. So, einmal meine Stimme vorbereiten. Freunde, das bleibt unter uns und es stimmt nicht, was ich jetzt sage. Doch, alles, was du jetzt sagst, ist die Wahrheit. Okay, Freunde, es gibt etwas, was ich dir schon immer sagen wollte. Nämlich, ich bin hässlich und ich bin stolz darauf. 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 Oh Gott, ich glaube, die ganze Welt hat das jetzt gehört. Oh nein, Cynthia. Das war sowas von peinlich. Aber wenigstens warst du einmal ehrlich. Hey, oh Mann, meine Freunde, was war das bitte für eine Challenge? Aber ich bin wieder dran. Hier, Cynthia ist dran. Oh ja, okay, Freunde. Bis jetzt ist ja noch gar nichts Gutes rausgekommen aus der Liebeszielscheibe. Ja, aber diesmal wird es viel, viel cooler so, weil ich bin dran und für welche Farbe entscheiden wir uns, Freunde? Und dunkelblau, voll treu. Au, Autschi. Hast du dich gerade selber abgeschossen mit dem Pfeil? Nein. Wir haben dunkelblau getroffen. Okay, Freunde, bitte, bitte, bitte was Gutes. Drückt mir alle die Daumen. Drückt dir nicht die Daumen. Hey, Klappe da drüben, das habe ich gehört. Und was haben wir jetzt bekommen? Und jawohl, küsse den Noob. Den Noob? Nein, nicht den Noob. Du musst einen Noob küssen, oder wie? Ja, aber welchen Noob, bitteschön? Nein! Oh, das kann ich nicht tun. Oh, doch, los. Sabbert schön miteinander rum. Ich geht aber, oh, das ist so eklig. Hey, Mr. Noob, ich meine, Freunde, komm schon. So eklig ist der Noob doch nicht. Okay, der ist total eklig und hey, der verfolgt mich. Cynthia, oh mein Gott, der Noob will ich unbedingt küssen. Los, küsst euch. Küsschen, küsschen, küsschen. Ah, verdammte Axt, weg mit dir. Geh weg von mir. Sabber mich nicht voll. Mädchen, nicht. Nein, nein, nein. Okay, Noob, aber ganz, ganz vorsichtig. Bitte sabber mich jetzt nicht komplett voll. Mist, Freunde. Ich glaube, da hätte ich lieber die Kuh geküsst als diesen Noob. Aber wir schaffen das schon zusammen, oder, Freunde? Und bei drei, Noob. Eins, zwei. Wie küsst du denn? Wie geht? Cynthia, du hast es geschafft. Du hast den Noob geküsst und die Challenge bestanden. Sehr gut gemacht. Igitt, aber, oh, das war so eklig. Küsse, küsse, küsse. Ah, geh weg von mir, Mr. Noob. Igitt. Das war doch mal eine coole Challenge, oder, Freunde? Also, ich habe mich super amüsiert. Ja, super. Ich hoffe, du bekommst jetzt auch mal sowas Ekliges. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir schießen wieder auf die Zielscheibe und wir entscheiden uns für dunkelgrün. Sehr, sehr gut. Das bedeutet, wir öffnen sofort die dunkelgrüne Kiste und okay, ich lese die Challenge vor. Was haben wir bekommen? Und der andere Spieler darf dir eine Backpfeife geben. Ach, na super, Freunde. Oh nein. Was? Jawohl. Ich kann dir eine Backpfeife geben. Oh ja. Und ich habe trainiert. Das heißt, ich bin super stark. Ich habe doch keine Angst vor so einem Mädchen wie dir geschlagen zu werden. Los, Cynthia. Da ist ja sogar der Windstoß stärker als du. Okay, so. Meine Hände aufwärmen. Los. Und bist du bereit? Oh ja, los. Mach schon. Okay, und? Oh, du hast mich ja komplett erwischt. Oh, Freude und Cynthia, was hast du mit mir getan? Wie sehe ich denn aus? Du hast meinen Kopf platt geschlagen. Was? Ich hab doch gesagt, leg dich niemals mit Cynthia, dem Boxer. Yeah. Oh mein Gott, seit wann bist du so stark und Freude? Wie sehe ich denn aus? Aua. Du hast mich komplett erwischt mit der Backpfeife. Oh Mann, Freunde. Mir tut alles weh und ich glaube, unser Gehirn ist auch geschrumpft, Freunde. Unser Kopf ist einfach komplett klein. Wie sehen wir denn aus, ey? Aber ich bin jetzt wieder dran mit dem Schießen. Ja, dann los geht es. Ich kann mich so gar nicht ernst nehmen. Du siehst so lustig aus. Hey, ich sehe ganz so gar nicht lustig aus. Jetzt nimm mich endlich ernst. Ich bin ein ernstzunehmender Mann.
Okay, so Freunde, wir schießen wieder auf die Zielscheibe. Und für welche Farbe entscheiden wir uns? Und hellblau, ja! Und oh, ich habe mich getroffen. Und hellblau, ja! So, jetzt aber Volltreffer. Wir öffnen sofort die hellblaue Kiste. Und Freunde, küsse das Krokodil. Och, wieso bekomme ich immer solche Küss-Challenges? Oh Mann, oh Mann, Zentina. Du hast bis jetzt die ganzen Küss-Challenges bekommen. Du musst ein Krokodil küssen. Ja, aber das ist doch total gefährlich, oder nicht? Nein, das wird schon nicht gefährlich sein. Und wenn, dann wirst du vielleicht auch so einen Platzschädel wie ich bekommen. Ja, dann wäre das wenigstens fair. Okay, los geht es. Okay, braves Krokodil. Oh Mann, Santi. Schau dir den mal und den muss ich jetzt küssen. Ja, aber ich habe mal gelesen, letztens hat ein Krokodil ein Mädchen den Kopf abgehakt. Mach mir jetzt keine Angst. Komm, Krokodil, wir küssen uns jetzt nur. Du bist ein ganz, ganz liebes Krokodil, oder? Komm, wir küssen uns. Und, ja, Mann, ich muss ein bisschen näher rangehen, oder? Och, ich schaff das nicht. Und ich küsse ihn jetzt. Und, Hilfe, der hat mich gefangen. Lass mich hier raus, du blödes Krokodil. Oh mein Gott, Santi, komm da raus. Der will dich sonst auffressen. Hilfe, er hat mich geschnappt. Hilfe, er hat mich, Freunde. Oh nein, was ist denn da los? Hey, hör auf zu lachen, du Platschel. Und geh weg, du Krokodil. Hilfe, der will mich beißen. Oh Mann, Santino, mach ihn fertig. Komm her, du Krokodil. Aua. Der hat mich komplett gebissen und der hatte mich in seinem Mund gehabt. Oh Mann, das war richtig gefährlich, die Challenge. Beinahe hat er dich aufgefressen. Ja, das war sowas von knapp. Eieiei. Ich hoffe, du bekommst auch als nächstes so eine gefährliche Challenge. Ich aber wieder dran und wir schießen wieder auf die Zielscheibe, Freunde. Aber Freunde, schreibt mal davor jetzt gerne in die Kommentare, wen sollen wir noch bei dieser Liebeszielscheibe alles küssen? Ha, das würde mich mal super doll interessieren. Und für mehr coole Zielscheiben, lasst dem Video genau jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und Freunde, wenn ihr alle jetzt das Video liked, Freunde, werden wir bei dieser Zielscheibe nur noch Glück bekommen. Oh ja, also alle jetzt fleißig liken. Ja, liked alle das Video, damit Santex Glück bekommt. Ich meine natürlich, was? Nein, du darfst kein Glück bekommen. Oh doch, Freunde, ihr seid alle auf meiner Seite. Also liked jetzt alle fleißig das Video und wir schießen wieder auf die Zielscheibe. Und wir bekommen die Farbe Pink. Oh ja, so Volltreffer wieder auf die Zielscheibe geschossen. Und wir öffnen jetzt sofort die pinke Kiste. Okay, und ich lese die Challenge vor. Küsse das Mädchen. Was? Du musst mich küssen? Nein, hier, du musst mich küssen. Ich bin das Mädchen. Oh, warte mal, Freunde. Die Challenge ist, küsse das Mädchen, Santino. Und ich glaube, ich muss das Mädchen jetzt küssen. Was? Nein, Finger weg von dem Mädchen. Ich bin doch deine Freundin. Du kannst doch jetzt nicht einfach das Mädchen küssen. Doch, du kannst. Das ist deine Challenge. Du musst mich küssen. Ich liebe dich. Komm her. Los, küss mich jetzt. Hey, Finger weg von meinem Freund. Oh Mann, Santino, ich muss die küssen. Los, sei stehen geblieben, Kleiner. Ich will dich nur küssen. Und... Wow, und oh, Freunde, ja. Warte mal, was? Sie hat dich geküsst? Ja, oh mein Gott, und das war so schön. Warte mal, was? Das war schön? Was? Nein, ich meine natürlich, das war sowas von eklig. Hey, Freunde, das war gar nicht eklig. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass du einfach ein anderes Mädchen geküsst hast. Oh ja, es war wirklich sowas von schwierig, Santino, aber ich musste, ich hatte keine andere Wahl, denn das war die Challenge bei der Zielscheibe, aber ich würde sagen, du bist wieder dran. Ja, und vielleicht muss ich einen Jungen küssen oder sowas. Ja. Nein, Spaß. Okay, Freunde, wir schießen auf die Zielscheibe und... Oh Mann. Du musst noch ein bisschen Ziele lernen. Ja, ist ja gut, aber wir haben Orange getroffen. Perfekt, und jetzt aber mal bitte einmal was Gutes. Okay, es ist ein Buch. Ich lese die nächste Challenge bei der Liebeszielscheibe vor. Und schütte das minus 1000 Grad kalte Wasser über dich. Oh nein. Oh, das tut doch gut. So eine schöne kalte Abkühlung, oder nicht? Schöne Abkühlung, es sind 1000 Grad. Eieiei, okay, Freunde, aber wir müssen es tun. Und jetzt kommt die Abkühlung. Ich meine, so kalt kann es doch schon nicht werden. Es ist kalt. Schnell wegmachen. Es ist sowas von kalt, Sandy. Ich friere. Ich glaube, ich bin ein Pinguin. Ist das kalt. Oh ja, Sandy. Dich hat es ja komplett erwischt. Und wie spürst
rührst du dich? Mir ist einfach nur kalt. Ich kann gar nicht mehr reden. Ich friere einfach komplett. Hey, hast du Reden verlernt oder wie? Hey, das ist gar nicht lustig. Oh Mann, oh Mann, Santine. Du kannst erstmal hier ein bisschen stehen bleiben und dich wieder aufwärmen und ich schieße. Und ich hoffe, ich bekomme mal was Gutes, weil ich habe nur schlimme Sachen bekommen. Zum Beispiel dieses eine Mädchen küssen. Das war sowas von eine krasse Bestrafung und so eklig. Okay, Freunde. Wir schießen wieder auf die Zielscheibe. Das ist unsere allerletzte Runde, Freunde. Also liked jetzt alle das Video, drückt mir nochmal die Daumen, dass wir viel Glück bekommen. Okay, wir haben die rote Zielscheibe erfolgreich getroffen. Und ich würde sagen, Freunde, wir öffnen jetzt sofort die rote Kiste. Und was bekommen wir raus, Freunde? Ich lese unsere heutige letzte Challenge vor und küsse deinen Mitspieler auf die Wange. Was? Du musst jetzt mich küssen? Oh ja, Santino. Oh mein Gott. Wieso kriege ich nur immer so schlimme Bestrafungen? Moment mal, was soll das denn heißen jetzt schon wieder? Ich muss dich küssen. Ich meine, es gibt doch nichts Schlimmeres, oder? Hey, klappe jetzt los. Das ist doch nicht schlimm. Nein, Spaß, Freund. Okay, dann würde ich sagen, genau. Bleib du da stehen und ich küsse dich auf der Seite. Okay. Und Freunde? Ja! Oh ja, Freunde. Okay, das war doch mal gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen, die Challenge. Wir hatten doch mal am Ende richtig viel Glück gehabt bei der Liebeszielscheibe. Aber Santine, wir kommen jetzt zu deiner letzten Runde. Ja, Freunde, like jetzt auch alle bei mir das Video, damit wir nochmal richtig viel Glück bekommen. Okay, es ist noch eine einzige Zielscheibenfarbe da, nämlich die schwarze Zielscheibe. Okay, und drückt mir jetzt wirklich alle die Daumen und yeah! Ich habe so viele Diamanten gewonnen, Santi. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh ja. Und wir lesen das Buch. Der andere Spieler gewinnt den Jackpot. Was? Das bedeutet, ich bekomme die ganzen Diamanten? Nein, Freunde. Ich dachte, ich bekomme die ganzen Diamanten. Und Santi, jetzt bekommst du all das. Kann nicht wahr sein. Ach Mann, oh Mann, Freunde. Wieso hatten wir heute so viel Pech bei der Liebeszielscheibe? Ah, Santine, danke schön für die ganzen Diamanten. Also, Freunde, ich muss sagen, wir hatten heute richtig viel Glück beim Liebesglücksrad. Und dass du so viel Pech hattest, Santine, das tut mir wirklich gar nicht leid. Du wirst schon sehen, wenn wir nochmal ein Zielscheiben-Duell machen, werde ich gewinnen. Oh ja, Freunde, da bin ich mal super gespannt. Und da würde ich aber sagen, Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Sandhex-Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin, tschüssi. Tschüss.